Der Status des Bargelds als gesetzliches Zahlungsmittel, der wird natürlich total untergraben, wenn sogar Behörden, und der Rundfunk zählt in dem Fall als Behörde, das staatliche Geld nicht mehr annehmen. Dann ist es bald zu Ende mit dem Bargeld. Aber man braucht eben auch einen gewissen Raum, der nicht überwacht wird. Das wird ja ansonsten auch anerkannt, dass wir nicht der Totalüberwachung unterliegen sollen, nur damit niemand irgendetwas Kriminelles tun soll. In Europa und auch in Deutschland gibt es jetzt Pilotprojekte zu so Sozialkreditsystemen. Das funktioniert so, dass man Punkte für tugendhaftes Verhalten kriegt. Da bekommt man so eine elektronische Brieftasche. Liebe Zuschauer, heute mal wieder ein Gesicht, das schon mal zu Besuch auf unserem YouTube-Kanal war, nämlich Norbert Hering. Er ist nicht nur Redakteur oder Journalist beim Handelsblatt, sondern auch Buchautor, Experte in den Bereichen Bargeld abschaffen und digitale Geldsysteme. Er hat mehrfach geklagt und ja, kürzlich gab es eine Veränderung in diesem Gerichtsprozess, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Es gab ein Urteil. Ob das zur Zufriedenheit war, Herr Hering, können Sie dann gleich beantworten. Sein letztes Buch Endspiel des Kapitalismus, sehr lesenswert, möchte ich gerne hier unter dem Video verlinken. Unbedingt auch mal auf seinem Blog vorbeischauen, norberthering.de. Dort habe ich persönlich auch das erste Mal vom Vermögensregister oder der Machbarkeitsstudie des Vermögensregisters gelesen. Und ja, 4, 5 Wochen später, Herr Hering, haben dann die großen Medien auch darüber geschrieben. Also es ist immer lohnenswert, dort vorbeizuschauen, wenn man rechtzeitig informiert sein will, was passiert. In diesem Sinne herzlich willkommen und ich freue mich auf das heutige Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Kettner. Ich habe es angesprochen, es gab ein Gerichtsurteil vom Bundesverwaltungsgericht. Es hat geurteilt, ausnahmsloses Bargeldverbot in Rundfunkbeitragssatzung ist rechtswidrig. Ist das ein Grund zur Freude? Ein ganz kleiner Grund. Der Rundfunkbeitragsservice muss jetzt also die Möglichkeit einräumen, wenigstens ausnahmsweise mit Bargeld zu bezahlen. Aber das ist auch der ganz, ganz große Wermutstropfen, dass das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, das müssen sie nur für diejenigen machen, die nicht nur kein Konto haben, sondern auch noch nachweisen können, dass sie kein Konto bekommen können von keiner Bank und keiner Sparkasse. Wie das gehen soll, das haben sie noch nicht gesagt in ihrer Pressemitteilung. Da bin ich mal gespannt auf die Urteilsbegründung, ob sie das da erklären. Weil eigentlich geht es gar nicht, weil es muss ja jeder ein Konto bekommen können laut Gesetzeslage. Und wenn es jemand nicht bekommen kann, was sicher vorkommt, dann liegt es an Gründen, dass er irgendwie abgewimmelt wird oder so. Und das kann man dann wieder nicht beweisen. Und man kann ja sowieso nicht beweisen, dass man von keiner Bank das kriegen kann. Von daher ist es letztlich in die Willkür des Rundfunks gestellt, dass er sagt, ja, das sehe ich ein, okay. Dann wird im Zweifel wahrscheinlich gleich der ganze Beitrag erlassen und dann ist gut. Aber letztlich ist es eine Niederlage, weil der Status des Bargelds als gesetzliches Zahlungsmittel, der wenigstens vom Staat als Herausgeber dieses Geldes angenommen werden muss, der wird natürlich total untergraben, wenn sogar Behörden, und der Rundfunk zählt in dem Fall als Behörde, das staatliche Geld nicht mehr annehmen, dann ist es bald zu Ende mit dem Bargeld. Kurz gesagt, in der Klage ging es darum, vielleicht für die Zuschauer, die die Klage nicht kennen, dass der Anspruch erhoben wurde, dass mit Bargeld der Rundfunkbeitrag bezahlt werden kann. Und auch wenn es vielleicht nicht der übliche Weg ist, wir haben eben dieses gesetzliche Zahlungsmittel des Bargeldes, Sie haben es gerade angesprochen, und scheinbar findet hier ein Kampf gegen dieses Bargeld statt, den man in den letzten Jahren immer stärker beobachtet, und auch während der Pandemie hat sich diese Entwicklung immer weiter dahin entwickelt, dass die Menschen letzten Endes fast alternativlos digital bezahlen mussten. Jetzt wäre meine Frage, Christine Lagarde, die Chefin der EZB, hat erklärt, der digitale Euro soll bloß eine Ergänzung zum Bargeld sein, über den ja schon lange gesprochen wird. Wie ist Ihre Meinung zu diesem digitalen Euro und was entwickelt sich da im Hintergrund und warum haben Sie da überhaupt geklagt? Weil Sie befürchten wahrscheinlich etwas, wenn Sie hier klagen. Ja, es geht natürlich darum, einen Raum für die Bewahrung von Freiheitsrechten zu erhalten. Einen Raum, der nicht der staatlichen Kontrolle und Überwachung und Steuerung unterliegt. Das ist eben der Fall, wenn man bar bezahlt, da bin nur ich und mein Gegenüber involviert
und sonst erfährt niemand was davon. Das muss natürlich Grenzen haben. Ne? Wir wollen alle, dass Kriminelle nicht machen können, was sie wollen. Aber man braucht eben auch einen gewissen Raum, der nicht überwacht wird. Das wird ja ansonsten auch anerkannt, dass wir nicht der Totalüberwachung unterliegen sollen, nur damit niemand irgendetwas Kriminelles tun soll. Insofern ist das nicht einzusehen, warum das beim Bargeld anders sein soll. Die Beteuerung von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank, dass das nur zusätzlich zum Bargeld sein soll, die glaube ich überhaupt nicht. Es wird auch wenige geben, die es tun. Schon bei den Umfragen der EZB dazu, wie es gestaltet werden soll, lässt sich erkennen, dass da durchaus ein Bargeldersatz gedacht ist, weil es werden auch Aspekte mitgeplant, die eigentlich nicht nötig sind, wenn es Bargeld noch gibt, dass man also auch offline bezahlen können soll mit diesem digitalen Zentralbankgeld, also in Zusammenhängen, wo normalerweise das Bargeld eben genutzt wird. Und es sind eben, das habe ich seit Jahren verfolgt und beschrieben, sind eben die Europäische Zentralbank und vor allem die EU-Kommission auch ganz vorne mit dabei bei den Bargeldabschaffern. Da wird man sehr viele Beispiele finden auf meinem Blog, was die alles machen, um das Bargeld zurückzudrängen, trotz ihrer Sonntagsreden, dass sie Bargeldfreunde sind. Also das glaube ich in keiner Weise. Es ist auch kein Zufall, dass Schweden da in Europa vorne dran ist mit dem digitalen Geld, weil die sind besonders weit bei der Bargeldabschaffung. Und da zeigen sich schon stark die Probleme, die auftreten, wenn es kaum noch Bargeld gibt. Und die arbeiten deswegen besonders vordringlich dran, da einen Ersatz zu schaffen, dass man etwas Bargeldähnliches hat, das aber kontrollierbar ist. Ich habe sogar gelesen, dass Visa und Master in Schweden teilweise für die Obdachlosen Kreditkartengeräte, also mobile Kreditkartengeräte sponsert, die tatsächlich genutzt werden, weil keiner mehr Bargeld hat, die man dort in den Hut stecken kann. Und wenn diese Entwicklung natürlich vorangetrieben wird, dann wird es auch einige, die in der Gesellschaft eben sehr stark abhängen von diesem Bargeld, hart erwischen. Man weiß es ja, das Handwerk und sehr große Teile des, ich sage jetzt mal, Handwerksgewerks lebt natürlich auch ein Stück weit davon, dass viel bar bezahlt wird, und der Gesetzgeber weiß wahrscheinlich auch, dass wahrscheinlich hier nicht alles koscher läuft, aber was soll mit dieser Gesellschaftsschicht passieren, mit diesen Unternehmen, die ja relevant sind? Wir haben ja ohnehin den Handwerkermangel. Wo geht das hin, wenn man das Bargeld abschafft, Ihrer Meinung nach? Ja, da sieht man eben den Unterschied zwischen klein und groß. Das wird immer als Argument genommen, Schwarzarbeit und Ähnliches. Ist auch nicht zu begrüßen, ne, will ich nicht verharmlosen, aber man muss eben die Relationen in Betracht ziehen. Da geht es eben drum, ob da mal eine Terrasse für 5.000 Euro gefliest wird oder sowas. Ne? In den Bereich geht's ja mit der Unterdrückung, dass man nichts mehr, keine größeren Beträge mehr bar zahlen können soll und auch nicht mehr auf die Bank bringen, wie das jetzt schon ist. Und diese größeren Beträge sind eben sehr klein. Ja. Und wenn man guckt, was im großen Maßstab passiert, ne, wie im ganz großen Milliardenmaßstab Geld auf irgendwelche Steuerparadiese verschoben und vom Staat versteckt wird und so. Und das passiert alles nicht bar, weil Bargeld ist eben nicht tauglich für die ganz großen Beträge, sondern da gibt's eine ganze Branche an Finanzdienstleistern, die dafür sorgen, dass das Geld auf digitalem Wege dahin geht, wo es der Staat nicht mehr findet und wo man nicht mehr weiß, wem es gehört. Und das wird toleriert, zum Teil auch gedeckt, ne? Oder da gibt's die Cum-Ex-Geschichten. Das geht einmal, da sind einmal 50 Milliarden weg. Die Steuerhinterziehung über Steuerparadiese in großem Maßstab hat ähnliche Größenordnung, da geht's auch um hunderte Milliarden Euro. Da muss man ganz schön viele Terrassen fließen für. Also das ist eigentlich ein Klacks, die ganze Schwarzarbeit,
im Verhältnis zu diesen Geschichten. Ne? Aber da werden dann irgendwelche Steuerfahnder für verrückt erklärt von der Landesregierung. In Hessen ist das passiert, wenn sie da zu sehr dahinterher sind. Das wird gedeckt, aber andererseits tut man so, als wird alles zusammenbrechen, wenn da 1.000 Euro an Schwarzgeld irgendwo mal fließen. Also das hat einfach keine Relation. Jetzt wäre meine Frage im Anschluss dazu, wie wird die Bargeldabschaffung dann Ihrer Meinung nach weitergehen, wenn große Konzerne oder der Staat vielleicht kein Bargeld mehr annehmen? Ich meine, dann haben wir keine Alternativen mehr, dann sind wir im digitalen Geldsystem. Sehen Sie da schon sehr nah diese Bedrohung oder wie geht die Entwicklung Ihrer Meinung nach voran? Ja, wir sind da sehr nahe. Man braucht ja nur ins Ausland gehen, ne? Schweden, Niederlande. Da wird es schon immer schwieriger, bar zu zahlen und es ist immer üblicher, dass alles digital bezahlt wird. Großbritannien ist auch schon ganz schlimm, also irgendwie seine Maut auf der Autobahn oder seinen Parkplatz zu bezahlen, geht nicht mehr mit Bargeld. Also man kommt nicht mehr ohne aus. Es gibt bei uns auch schon viele Parkhäuser, wo man nicht mehr bar zahlen kann. Verkehrsmittel, Busse und ähnliches, also das greift massiv um sich und nachdem das Bundesverwaltungsgericht das jetzt, was bisher im Graubereich war, wenn so Behörden das abgelehnt haben, das jetzt für rechtens erklärt hat, wenn da nicht noch das Bundesverfassungsgericht was anderes sagt, dann wird sich das wahrscheinlich nochmal deutlich beschleunigen, also wir sind nicht mehr weit weg. Und dann sind wir auch bei dem nächsten Gedanken, uns andere Systeme und ja Staaten anzuschauen, wo es vielleicht schon viel weiter vorangeschritten ist. Sie haben es ja erwähnt, Schweden, aber auch die Niederlande und Länder, die eben vielleicht auch ein Stück weit digitaler, weiter als wir sind. Aber wenn man mal ganz weit wegschaut, Richtung Fernost, Asien, China speziell, da gibt es immer wieder diesen Begriff Sozialkreditsysteme, die ja irgendwie auch mit dem Geldsystem zu tun haben. Und Sie haben ja ein Buch geschrieben im Jahr 2018, Schönes neues Geld, PayPal, WeChat, Amazon Go, uns droht eine totalitäre Weltwährung. Herr Herring, wie hängt das zusammen für die Menschen, die dieses Sozialkreditsystem noch nicht so wirklich durchblickt haben? Ja, also im Moment wird ja selbst bei uns in Europa und auch in Deutschland gibt es jetzt Pilotprojekte zu so Sozialkreditsystemen. Das funktioniert so, dass man Punkte für tugendhaftes Verhalten kriegt, zugeteilt bekommt. Da bekommt man so eine elektronische Brieftasche, weist sich irgendwie aus und wenn man dann was Gutes tut, dann kriegt man dafür Punkte und dafür kann man dann je nach Projekt umsonst ins Theater gehen oder ins Schwimmbad oder bekommt irgendwelche Waren von Kooperationspartnern. Das gibt's im Moment in Bologna und Rom wird das ausprobiert, in Bayern und in Wien. Ich habe in Bayern mal nachgefragt, wie weit es ist und was sie dazu sagen, dass das ja vielleicht ein bisschen problematisch ist in Sachen Sozialkreditsystem. Ich habe nur eine sehr ausweichende Antwort gekriegt. Es ist sehr bedenklich. Es hat große Ähnlichkeiten, die verschiedenen Projekte und was man da dort, wo es näher beschrieben wird, so zum ideologischen Hintergrund liest, ist schon sehr bedenklich. Also diese gesellschaftliche Feinsteuerung, die da angestrebt wird und dieser patriarchalische Geist, technokratisch, wir sind die wohlmeinenden, wie sagt man, Eliten, ne, die oben drüber stehen und für Wohlstand sorgen. Wir bestimmen, was tugendhaftes Verhalten ist von euch Untertanen und wir belobigen das und dann kommt was Gutes raus für die Gesellschaft. Also das ist so zugespitzt das Welt- und Menschenbild, das da herrscht. Die meisten wollen auch nichts Böses, sondern wollen das tatsächlich, aber das ist halt der Geist, der das Gute will und das Böse schafft. Und was man nicht so sieht auf Anhieb, ist halt auch der enge Zusammenhang mit
mit dem digitalen Geld, was schon bald eingeführt werden soll, also der digitale Euro. Der ist letztlich genau so ein System, um gesellschaftliche Feinsteuerung zu betreiben. Also es ist nicht ein einfaches Geld wie Bargeld, sondern das ist was ganz anderes. Das geht viel eher Richtung Zuteilungssystem, so wie Rabattmarken oder sowas, oder kann zumindest nicht Rabattmarken, Rationsmarken, dass bestimmt werden kann, wer wie viel von was kaufen kann. Kann man auf ganz verschiedene, weil es ja programmierbar ist und der Nutzer bekannt ist, nicht wie beim Bargeld, ne? Das, wer es hat, hat's, und das weiß keiner, wer es hat im Zweifel. Da ist dieses digitale Zentralbankgeld ist ja praktisch ein Konto bei der Zentralbank für alle, über das dann alles abgewickelt werden würde. Und dazu gehört, dass die Identitäten eindeutig gemacht werden. Das ist ein Projekt, das damit zusammenhängt, was zum Beispiel darüber passiert, dass wir uns, wenn wir uns beim Smartphone, das ich absichtlich nicht nutze, aber das ja jeder nutzt, ne, ist ja inzwischen biometrische Identifizierung die Norm und soll es zumindest werden, sodass immer klar ist, wir sind es tatsächlich, die da jetzt irgendwas machen digital, ne? Und dann wird eben letztlich alles bekannt und dann kann man auch zuteilen. Dann kann man zum Beispiel, in die Richtung geht's ja auch mit diesem Sozialkredit, ne, tugendhaftes Verhalten, wie viel CO2 darf jemand indirekt produzieren darüber, was er kauft oder so, ne? Da kann man zuteilen. Man hat da seine Richtwerte. Ein Apfel, den man isst, verursacht so viel CO2, eine Autofahrt, die man macht, so viel. Und das kann zum Beispiel alles aufsummiert werden. Und wenn man irgendwie sein Budget überschritten hat, dann geht nichts mehr oder dann wird's halt teurer oder sowas. Also man kann da sehr fein die Gesellschaft steuern und die Individuen, wenn man so eine programmierbare Währung hat, wie es mit dem digitalen Euro dann der Fall wäre. Und dass er nicht weit weg ist, hat Christine Lagarde auch angekündigt. Und zwar im kommenden Jahr will die EU eine Verordnung zum digitalen Euro erlassen und ein Prototyp des Euros soll erscheinen, 2023. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, dass verschiedene Länder verschiedene Fortschritte haben. Wo siehst du die Innovation oder wo siehst du den Fortschritt besonders schnell? Und glaubst du, wir haben vielleicht sogar das Glück, dass die Bürokratie auf dieser Ebene wieder mal das Rad etwas langsamer laufen lässt? Oder denkst du, die Prioritäten sind ja doch ganz klar auf Fortschritt und schnelle Umsetzung? Da habe ich wenig Hoffnung, dass da die Bürokratie oder die Inkompetenzen Strich durch die Rechnung machen. Das hat man ja ähnliches Beispiel beim digitalen Impfpass in der EU gesehen. Der war innerhalb von 3 Monaten dann fertig, was es sonst auf EU-Ebene ja nie gibt. Aber bei diesen Dingen machen die halt nichts selber, sondern das kommt ja alles aus dem Silicon Valley. Da ist das Weltwirtschaftsforum hinten dran und Microsoft und die anderen IT-Konzerne, deren Interesse sind es ja letztlich, die da befördert werden. Und die liefern auch das Know-how und haben im Prinzip schon die Projekte in der Schublade oder die Projektskizzen. Es wird ja alles in öffentlich-privater Partnerschaft gemacht, wie das so schön heißt. Das wird jetzt immer propagiert und in diesen Dingen ganz besonders. Und das bedeutet, die öffentliche Verwaltung hat ja kein IT-Know-how bei uns. Die können ja gar nichts machen. Die kriegen das ja alles geliefert von in ihren öffentlich-privaten Partnerschaften. Und da das schon seit 10 Jahren konzipiert wird, solche Pläne, liegt es letztlich in der Schublade und
Da ist einer oder ein paar Konzerne und Beratungsgesellschaften, die sich da zusammensetzen und das machen. Und dann können die das schon weitgehend harmonisiert, damit es nachher auch zusammenwirkt, praktisch der öffentlichen Hand liefern. Also das läuft alles sehr schnell, was aus dem Silicon Valley zulieferbar ist. Ernst Wolf war gerade zu Gast in unserem letzten Webinar und hat da auch über den digital-finanziellen Komplex gesprochen, den er in seinem Frühwarnsystem immer besonders gerne betrachtet, um dann die Entwicklung zu sehen, die auf die breite Masse umgelegt wird. Und hierbei hat er immer wieder auch über verschiedene Eliten, wie du selbst oder wie Sie selbst gesagt haben, gesprochen. Und ein Teil dieser Eliten war eben auch das Weltwirtschaftsforum, die ja scheinbar auch diese Pläne massiv mittreiben. Ja, große Teilnehmer dieses Forums sind gerade der digitale Komplex, aber auch Pharmalobby und Politik. Wie sehen Sie das, Herr Hering? Ist da auf irgendeiner Ebene eine gemeinsame Interessensfindung oder haben eigentlich alle den Plan, wir brauchen die digitalen Daten der Menschen, um möglichst viel Profit daraus zu schlagen? Ist das vielleicht eher das, was hier im Hintergrund triggert? Ja, da gibt es eine starke Interessenharmonie. Diese Digitalisierung führt ja zu einer Zentralisierung der Macht und zu einem starken Machtgewinn bei denen, die meisten Daten haben. Und das sind eben die größten IT-Konzerne. Und dann gibt's eben Gremien wie das Weltwirtschaftsforum, die eben die Interessen dieser Großkonzerne vertreten und in die UN reintragen und sowas. Da gibt es ja vieles, was die direkt machen über die öffentlich-privaten Partnerschaften und anderes übergreifend, was eben auch die Interessen der Konzerne gemeinsam irgendwie betrifft, die ja untereinander konkurrieren, aber eben auch ein gemeinsames Interesse haben. Dafür gibt es eben so etwas wie das Weltwirtschaftsforum, das im Lauf der Zeit sehr mächtig geworden ist. Eben weil so viel Geld der Mitglieder im Hintergrund ist, inzwischen als internationale Organisation anerkannt wird, was ja an sich schon verrückt ist. Das ist eine Wirtschaft, eine Konzernlobby, ne? Und die ist für die UN ist es eine internationale Organisation wie das Rote Kreuz oder die UNESCO und sitzt auch so mit am Tisch und wird behandelt wie nicht wie ein Lobbyist von außen, sondern wie ein Partner, mit dem zusammen man plant, was man macht. Also die sind eine eingebettete Lobby inzwischen in der Global Governance und von daher extrem einflussreich. Also man muss auch nur ihre eigenen Veröffentlichungen, ihre Jahresberichte und Ähnliches lesen, wo sie sich eben auch brüsten damit und sich drüber freuen, was sie alles gemacht und beeinflusst haben, wie sie die G20-Agenda beeinflusst haben, wie sie dieses Projekt über die G20-Präsidentschaft ins Laufen bekommen haben und so. Also da braucht man sich gar nicht so viel irgendwie vorstellen, ne, was die alles machen könnten. Das kann man alles nachlesen. Es ist schon sehr bedenklich. Also da kommt es her und deswegen ist da auch so viel Umsetzungskraft dahinter. Man sieht, wenn die EZB da Befragungen macht, wie sie es ja immer machen müssen und immer versuchen zu verheimlichen, auch die EU-Kommission, dass es da eine Bürgerbefragung gibt, ne? Das veröffentliche ich dann und andere und dann werden sie halt zugeschwemmt mit negativen Einwänden. Also beim digitalen Euro sind immer 90% derer, die was sagen dagegen, obwohl es gar nicht vorgesehen ist, dagegen zu sein. Also da wird immer nur gefragt, hätten sie es lieber so oder lieber so. Und die Leute schreiben halt, ich will es gar nicht, obwohl es gar nicht vorgesehen ist. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil es nicht drauf ankommt, was die Leute wollen, weil das eben von aus diesen Kreisen der Global Governance runtergereicht wird und letztlich schon festgelegt ist, dass das zu kommen hat. Klaus Schwab hat im Handelsblatt, meine ich, auch über eine Governance 4.0, also 4.0 gesprochen. Oder zumindest gab es einen Artikel darüber.
Und wenn wir über Global Governance sprechen, vielleicht könnten Sie den Leuten noch mal ein Stück weit erklären, was Sie darunter verstehen. Ja, das sind die ganzen Gremien, die es da gibt. Das ist einerseits die UN, inzwischen eben sehr stark abhängig von den Großkonzernen, weil systematisch finanziell ausgetrocknet von den Regierungen, die sie eigentlich tragen, und an die Konzerne verwiesen. Sie sollen da in öffentlich-privater Partnerschaft machen. Mhm. Und dann gibt's diese hochoffiziell klingenden, aber eigentlich rechtlich völlig informellen Gruppen wie die G20. Das ist nur ein Club, der macht keinerlei bindende Beschlüsse, was den Vorteil hat, dass da jeder Regierungschef oder Zentralbanker hingehen kann, ohne jedes Mandat vom Parlament. Der muss nicht vorher fragen, der muss nicht nachher das Okay einholen, bevor da was gemacht wird, weil es formell völlig ohne Bedeutung ist, was die beschließen. Tatsächlich ist es aber extrem bedeutsam. Die machen da Beschlüsse, diejenigen, die da hingehen, die Minister oder Regierungschefs, die verpflichten sich dann auch gleich, dass das bei ihnen umgesetzt wird, was da beschlossen wird. Und bis das dann irgendwann zum Parlament kommt, ist es schon ein internationaler Standard, den man als gute Weltbürgernation umzusetzen hat. Da wird dann oft gar nicht mehr wirklich drüber diskutiert, weil es ja internationaler Standard. Die G20 ist da nur so ein Kern. Da gibt's dann wieder andere Satellitengruppen drumherum, die von da gesteuert werden. Für die Bargeldabschaffung ist eine Gruppe sehr, sehr wichtig, die kaum jemand kennt, aber extrem mächtig ist. Die heißt FATF, Finanzielle Taskforce gegen FATF. Terrorfinanzierung und anderes, und die sollen halt die Kontrolle über das Finanzsystem perfektionieren. Da sind dann Polizeibehörden drin und Ähnliches und Innenminister, und die haben eben als Prinzip, dass fast immer, wenn es darum geht, irgendwelche Probleme aufzuschreiben, Bargeld ganz oben steht. Ne? Bargeld ist anonym, Bargeld ist ein Problem, Bargeld ist schuld am Terrorismus, deswegen muss was gegen Bargeld getan werden. Das beschließen die dann in Form von Regeln für die Banken, wie die mit Bargeld umzugehen haben. Das ist dann zwar völlig informell, aber internationaler Standard, wenn die das beschlossen haben, das wird einfach so umgesetzt, das wird durchgewunken, wenn es irgendwann in die Parlamente geht. Da erfährt man im Zweifel auch oft gar nichts davon, weil das wird den Banken explizit verboten, irgendeinem Kunden zu sagen, warum jetzt sein Konto eingefroren wird oder warum er jetzt kein Bargeld bekommen kann oder nicht so viel, mit dem Vorwand, dann wüssten ja die Geldwäscher und Terroristen und so, wie die Regeln sind. Und deswegen darf man es ihnen nicht sagen. Aber all diese Regeln, die da von ganz oben aus diesem Schattenreich der Global Governance runtergereicht werden, die führen dann dazu, dass, wenn man mit einem 50-Euro-Schein auf die Bank kommt, da alle Alarmglocken angehen müssen, ne, und die tun müssen, als hätten sie da jetzt einen verdeckten Terroristen ein großes Pfeil anlegen müssen mit allen Daten, dokumentieren müssen, dass sie das auch alles gemacht haben richtig und so. Ich übertreibe nicht, ne? Und das ist ein Riesenaufwand, der von ihnen verlangt wird, wenn sie nur mit 50 Euro irgendwas zu tun haben, sodass die schon, also sie haben auch ein Interesse, Bargeld abzuschaffen natürlich, aber schon deswegen wollen die möglichst nichts mit Bargeld zu tun haben, damit sie diesen Aufwand, der künstlich betrieben wird, nicht treffen müssen. Also das ist letztlich ein
Ausfluss von dieser Global Governance mit diesen informellen Schattengruppen, wo dann eben Regierungen, die ja immer ein Überwachungsinteresse über ihre Bürger haben, ne, die normalerweise von den Parlamenten halt irgendwie eingehegt werden und von den Gerichten. Wenn man an die Vorratsdatenspeicherung denkt, ne, das sieht man ja, die Regierungen wollen immer alles, was geht, und die Strafverfolgungsbehörden und die Parlamente und die Gerichte, die sagen dann, so geht's aber nicht. Aber da in diesen Schattengruppen, da kommen sie dann zusammen und dürfen sich praktisch austoben, und die Konzerne, die eben da die engsten Beziehungen haben und wo keiner so recht hinguckt, die können da die Agenda beeinflussen, Weltwirtschaftsforum und Co. Also da passiert sehr vieles von dem, was uns dann hier wiederum begegnet als Bargeldabschaffung, solche Sozialkreditsysteme und demnächst mal der digitale Euro. Das wird auf solchen Ebenen ausgekungelt. Ich habe auf Ihrem Blog gelesen, dass auch die Gründer oder die Betreiberfirma der Luca-App oder der Geschäftsführer dessen ganz klar geäußert hat, dass es alles um eine Verschmelzung digitaler Identitäten geht, also Personalausweis soll mit dem Impfpass gekoppelt werden und so weiter und so fort. Wenn diese Verschmelzung vollzogen ist, wäre die Frage, wann ist sie Ihrer Meinung nach verschmolzen oder vollzogen, und müssen wir auch in Deutschland mit einem Sozialkreditsystem rechnen? Ja, wie gesagt, der digitale Euro, der ist letztlich ein fortentwickeltes Sozialkreditsystem. Insofern, wenn der kommt, ist das Instrument da. Das ist dann nur die Frage, wie schnell das geht, dass es so eingesetzt wird. Aber ich vermute, gerade bei der Bedeutung, die der Klimawandel und so hat, ne, wird es darüber sehr schnell gehen. Es gab ja auch aus dem Bildungsministerium so eine, also und die Ideologie ist auch da, ne? Ich meine, wir sehen ja diese Wokeness, die jetzt um sich greift, ne? Dieses Moralisieren von allem und jedem. Das ist ja inzwischen die Norm. Darüber läuft es ja, ne? Dass man sagt, das ist eigentlich unanständig, dieses und jenes zu machen, ne? Und das hat dann jeder zu akzeptieren, dass das auch entsprechend zentral sanktioniert wird, also dass diese Freiheit, das zu tun, einem ausgetrieben wird. Die Ideologie ist da in dieser Broschüre, die schon ein paar Jahre her ist, vom Bildungsministerium wurde auch ein Sozialkreditsystem besprochen und durchaus wohlmeinend besprochen. In Wien ist die Uni dran mit EU-Geld, also an zwei Projekten, um das Sozialkreditsystem in China zu untersuchen, auch mit wohlmeinendem Tenor, wie man Vertrauen schaffen kann in einer Gesellschaft. Also die Ideologie dahinter wird durchaus akzeptiert, es wird verteidigt. Es gibt diese Pilotprojekte jetzt überall, die ja ganz klar in diese Richtung gehen, verbunden mit Smart City Projekten normalerweise, die ja auch sagen, alles muss irgendwie mit Sensoren gepflastert werden, damit man es effizient steuern kann, was natürlich auch in Richtung Totalüberwachung geht. Und wir sind sehr nah dabei, eben weil Sie von der Verschmelzung von offizieller Identität, kann man ja sagen, ne? Also Personalausweis, mein Name und so, und dieser digitalen Identität über Impfpässe, das haben wir ja fast schon im Flugverkehr, bleibt das ja, ne? Da gibt's noch die 3G-Regeln. Man muss also entweder einen Impfpass haben oder den Test und das nachweisen. Die T-Systems ist es, glaube ich, die den Auftrag hat, diese digitalen Impfpässe jetzt global zu harmonisieren. Das hat ja nur Sinn, wenn man das dauerhaft machen will, ist ja auch erklärt, ne?
Das wird also dauerhaft im Flugverkehr mindestens erstmal verlangt, solche Impfpässe. Dann wird natürlich, gibt ja schon stark die Tendenz, das Verschmolzen mit digitalen Personalausweisen, sodass man das auch gemeinsam vorweisen kann, schnell und komfortabel. Da sind wir ja nur noch Schritte, Monate von weg. Und das ist auch, das ist die Methode, wie sowas immer umgesetzt wird über den Reiseverkehr. Das war bei den biometrischen Personalausweisen so, also bei den Fingerabdrücken und biometrischen Fotos im Reisepass. Das verlangen die USA von jedem, der einreist. Und wenn die USA das verlangen, dann macht die EU das eben auch zur Norm. Schon aus Willfährigkeit, aber eben auch, dass ihre Bürger reisen können in die USA. Und dann macht das die ganze Welt. Und dann hat man das eingeführt. Dass es, und so wird es mit dem digitalen Impfausweis gemeinsam mit digitalen Personalausweis als Verschmelzung, so wird das auch global durchgesetzt werden, dass jeder das haben muss. Und man kann nachlesen in den Projekten, es wird da immer aufgeführt, dass wie gut es geeignet ist, dass man da eben auch zusätzliche Aspekte mit reinnehmen kann. Also letztlich alles, was sicherlich zuerst die Amerikaner dann irgendwie wissen wollen von jedem, der einreist, kann da mit reingemacht werden, ne? Dass da ein Nachweis kommt, welche Länder man in letzter Zeit besucht hat oder wen man kennt oder nicht kennt. Alles, was die sich ausdenken, kann da letztlich zur Norm gemacht werden und in diese zentral verwaltete digitale Identität reingepackt werden. Wo wir bei dem Punkt sind, würde ich mich noch dafür interessieren, wie Sie das sehen, warum das Marktumfeld, in dem wir uns derzeit bewegen, dadurch können wir den Krieg ja auch nicht ausblenden, so massiv auf diese Energiewende und die erneuerbaren Energien drängt, wo man doch weiß, dass in unserem Umfeld eigentlich Deutschland nicht in der Lage ist, durch die Erneuerbaren, die derzeit vorhanden sind, diese Energiewende zu vollziehen. Die letzten AKWs gehen jetzt vom Netz, die Kohlekraftwerke ebenfalls. Man spricht über Embargos gegen Russland. Der BASF-Chef hat auf der Hauptversammlung davor gewarnt und sagte in einem Zitat, wenn über Nacht die Erdgaslieferungen aus Russland wegfallen, würde das zu einer irreversiblen Schädigung der Volkswirtschaft führen. Auch Daimler-Chef hat gewarnt. Möchte man dieses Umfeld, weil es sind ja schon ernstzunehmende Konzerne, die eigentlich mitzureden haben, aber wer steht da drüber und wer hat mehr Macht als diese DAX-Konzerne und einflussnehmenden Unternehmen, die ja jetzt auch schreien in der Öffentlichkeit waren und sagen, lasst uns bitte, helft uns und stoppt diesen Irrsinn. Ich bin da ja jetzt nicht drin. Wer da was entscheidet, will da auch keine Verschwörungstheorien jetzt mir ausdenken. Ja. Aber wo es herkommt, ist ja offensichtlich. Ich meine, das ist ja eine geopolitische Geschichte. Insofern ist es klar, wo es herkommt. Ne? Das ist die Konkurrenz USA, China, Russland. Und im Moment geht's halt in Richtung Trennung der Sphären und dass da eben ein bipolares System geschaffen wird. Meine Interpretation ist so, die sich durchaus auch nicht belegen, aber fundieren lässt durch Äußerungen einflussreicher Kreise in den USA und auch plausibel ist, ne, dass China einfach zu groß ist und zu schnell sich entwickelt. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis China die USA überholt an wirtschaftlicher und damit letztlich auch militärischer und geopolitischer Macht. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Und dann gibt's nur zwei Alternativen. Entweder man macht einen Krieg, ja, oder der nicht so richtig in Frage kommt auf globaler Ebene gegen China. Oder man einigt sich mehr oder minder freiwillig, je nach Seite, darauf ein bipolares System zu machen.
dann bekommt China auch nicht die Vorherrschaft, die bisher die USA haben, sondern nur über ihren Einflussbereich. Und dann gilt es eben, die Einflussbereiche zu trennen. Und da ist eben, muss Russland halt auf der einen oder auf der anderen Seite sein. Russland ist jetzt halt auf der anderen, ne? Und da geht es jetzt eben drum, auch die Beziehungen zu kappen, damit dieses bipolare System stattfindet. Und ob geplant oder nicht, aber das findet jetzt eben statt. Ich vermute mal, der Schaden für Europa und für die europäische Wirtschaft, der ist eben ein Kollateralschaden, der dafür in Kauf genommen wird. Also so ist meine von ganz oben Sichtweise der Dinge, ne? Nur als Verständnishypothese, wie ich das einordne. Ich hatte auch mit Max Otte oder Professor Dr. Max Otte drüber gesprochen. Wir hatten es davon, dass er in seinem Buch Weltsystemcrash drei Thesen aufgestellt hat. Und dieser kalte Krieg, wie man ja fast schon nennen kann, der sich hier auftut, eine These aus seinen drei Thesen war, ähnlich wie Sie das jetzt auch sehen, eine bipolare Weltordnung, wenn man es so nennen kann. Die Frage ist doch immer, letzten Endes sind die USA mit der Weltleitwährung Nummer 1 dahingehend immer noch die Weltleitmacht Nummer 1 und auch die größte Imperialmacht, selbst wenn die Chinesen mittlerweile militärisch immer weiter voranschreiten. Die Frage ist doch, wird sowas friedvoll ablaufen? Wie schätzen Sie das ein? Die Menschen haben mehr Angst vor einem Krieg und auch vor einem Nuklearkrieg, als ich es in meiner Lebzeit je erlebt habe. Glauben Sie, die kommen zur Vernunft? Wie schätzen Sie das ganze Thema ein? Na gut, ich bin jetzt nicht so viel älter, aber ich habe das schon erlebt, die 70er und 80er. Wir müssen nur an diese ganzen Endzeit-Movies wie Mad Max und all sowas denken. Also all diese Nachkatastrophen, Szenarien, die da aufgemacht werden. Also das war damals schon auch so. Und ich denke, das ist auch das, was uns bevorsteht. So ein kalter Krieg mit Stellvertreterkriegen an verschiedenen Orten der Welt, die irgendwie durch die gegenseitige Vernichtungsdrohung mehr schlecht als recht eben davon abgehalten werden, auf den ganz großen Maßstab zu eskalieren. Ich denke, was wir damals hatten, der war ja nicht immer, nicht durchgehend und nicht überall kalt, der kalte Krieg. Ja. Ich nehme an, das steht uns wieder bevor, dass den Krieg in der Ukraine kann man ja durchaus auch in diesem Lichte sehen. Das ist absolut die Randzone, wo der Vorhang jetzt runtergehen wird, und da wird der kalte Krieg eben auch ein bisschen heißer dann. Das könnte durchaus noch an verschiedenen Stellen so passieren. Keine schöne Perspektive. Welche Rolle spielt dabei Ihrer Meinung nach das Geld? Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten etliche Bitcoin-Wallets in Größenordnung entstanden sind, die es so lange nicht gab. Aber auch Gold spielt eine wichtige Rolle. Die Russen sprechen immer wieder darüber, dass es verschiedene Verbindungen zwischen dem Rubel und dem Gold gibt. Kein wirklicher Goldstandard, aber die russische Zentralbank bietet zumindest einen festen Wechselkurs für Gold an. Welche Rolle spielt dann das Fiat-Geldsystem, aber auch die Krypto und letzten Endes das Goldgeld, also das echte Geld oder das älteste Geld dabei in Ihren Augen? Naja, wenn jetzt war ja lange Zeit der Dollar der einzige Standard und das einzige, fast das einzige internationale Transaktionsmittel, über das alles läuft. Die Gold ist ja 1978, war es, glaube ich, demonetarisiert worden. Das heißt, allen IWF-Mitgliedern wurde verboten, ihre Währung an Gold zu binden.
was man gar nicht so an die große Glocke hängt, was dazu führt, dass die Schweizer eine Abstimmung hatten, ob sie den Franken ans Gold binden, was sie nach IWF-Statuten gar nicht dürfen. Also es wäre interessant gewesen, was passiert wäre, wenn da ein Jahr rausgekommen wäre, hätte die Schweiz dann aus dem IWF austreten sollen. Nicht wirklich denkbar bei der Bedeutung der Schweizer Banken. Aber das war gar kein Thema, dass man das gar nicht darf. Also das wird irgendwie unter der Decke gehalten, was wahrscheinlich dran liegt, dass eine Währung, die so ein Verbot braucht für mögliche Konkurrenzwährungen, sie an, darum geht's ja, ne? Damit keine Währung sagen kann, wir sind an Dollar gebunden und wir sind an Gold gebunden und machen jetzt im Dollar Konkurrenz. Und womöglich erfolgreich damit ist, dass das verboten wird. Das wirft ja kein gutes Licht auf den Dollar, dass das nötig ist. Aber das war eben der Standard und der Dollar war das Maß aller Dinge. Und das ist ja jetzt spätestens zu Ende, seit das russische Geld eingefroren wurde, das in Dollar gehalten wird. Das gab es ja noch nie, zumindest nicht in so großem Maßstab. Und das muss ja eigentlich bedeuten, dass nicht nur Russland, sondern auch China und andere Länder, die in Frage kommen, auf der falschen Seite der amerikanischen Gunst zu stehen oder der westlichen, so sagen wir, der Euro und Pfund sind ja mit dabei und haben mit eingefroren. Da will natürlich keiner mehr in diese Währung gehen. Entsprechend gibt's natürlich jetzt den Bedarf für die andere Seite, die den Dollar nicht mehr so nutzen kann, wegen dieser Sanktionen und Einfrierungen irgendwie ein anderes System zu schaffen, da arbeiten die jetzt dran, dass sie gegenseitig ihre Währungen nutzen, um ihren Export und Import zu zahlen und ihre Salden auszugleichen, ist halt kompliziert, weil wenn sich das ausgleicht, bilateral Export und Import, wenn nicht, dann wird's halt schwierig und Gold spielt dann natürlich als eine Möglichkeit, das irgendwie zusätzlich oder nur mit Gold zu machen, natürlich eine große Rolle. Gold ist einfach schon da. Das haben sie letztlich auch alle, Russland und China zumindest. Und irgendwelche kleineren, wenn sie nie kein Gold haben, kann man immer irgendwie akkommodieren. Das ist nicht so 100% praktisch Gold, aber es ist halt schon da, während alles andere muss man irgendwie mühsam vereinbaren. Von daher kann es schon sein, dass Gold da nochmal eine beträchtliche Rolle kriegt. Dann wäre auch meine Frage im Anschluss dazu. Viele Menschen sprechen von dem digitalen Gold, dem Bitcoin. Die Chinesen haben zwischenzeitlich gefühlt zum 10. Mal den Bitcoin verboten. Und die EU spricht auch über Verbote, über Bitcoin- und Kryptoverbote. Halten Sie das für realistisch? Und wie schätzen Sie hier die Lage ein? Ja, also dass Bitcoin so eine Rolle wie Gold kriegt, halte ich nicht für realistisch. Einfach weil es also energetisch nicht nutzbar ist als Transaktionsmittel, ne, über den enormen Energieverbrauch, und weil es letztlich eben auch so abhängig ist von staatlicher Regulierung und es eben nicht so ist, dass es so am Staat vorbeikommt. Wenn die ganzen Börsen verboten werden und all sowas, dann können sich zwar die Digital Crypto Natives irgendwie noch gegenseitig mit Bitcoin bezahlen, aber es gibt halt keinen Massenverkehr mehr. Und warum soll mir irgendwas über Bitcoin machen, wenn man auch irgendwie, also ich denke jetzt an China und Russland, wenn man sich eben auch irgendwelche normalen monetären Vereinbarungen treffen kann. Also das
soweit es irgendwie dem Zugriff der Amerikaner entzogen ist, ist es ja auch dem eigenen Zugriff entzogen. Und die wollen ja was haben, was sie irgendwie selber kontrollieren können. Von daher sehe ich das nicht so recht in dieser Rolle. Danke auch für die Auskunft. Jetzt habe ich mir einige Community-Fragen im Vorlauf notiert. Wir haben die Community gefragt, welche Fragen habt ihr an Norbert Herring? Und damit würde ich jetzt gerne starten. Die erste Frage fand ich besonders nett, deswegen stelle ich sie gleich mal. Und zwar, wie investiert Norbert Herring? Ich habe jetzt im Zusammenhang ich hatte immer die Aktien und Immobilien und eigentlich alles durch die Zentralbanken für total aufgebläht gehalten und da nicht mehr investiert, so dass ich auch wirklich keinen guten Rat mehr hatte, weil ich schon selber nicht mehr wusste, was machen. Jetzt kaufe ich internationale Aktien, weil ich einfach davon ausgehe, der Dollar wird jetzt geschwächt dadurch, dass die anderen nicht mehr reingehen, also die Russland, China und andere Länder. Das wird kompensiert dadurch, dass Europa größere Dollar-Nachfrage entfalten darf für F-16 und alles andere, ne? Also mit massiver Aufrüstung und digitaler Aufrüstung, was sehr viel eben in Dollar bezahlt wird an amerikanische Gesellschaften, die das kompensiert halbwegs, zumindest der Richtung nach, was der Dollar an Schaden hat. Aber Europa hat halt beides. Ne? In ja. Euro wird auch nicht mehr investiert von offizieller Seite und Euro darf den Schaden für den Dollar ausgleichen. Das heißt, also ich sehe den Euro ziemlich abschmieren und von daher ist aus meiner Sicht Zeit, in Werte außerhalb des Euro zu investieren. Wie sehen Sie das Vermögensregister, fragt Johann Liebert, wird es kommen? Ob es kommen wird, weiß ich nicht formell. Ich sehe es als einen weiteren Beleg von lasst uns hinter die Kleinen gehen und die kontrollieren und die Großen laufen lassen, weil das Vermögensregister ist ja letztlich ein Instrument, um auch die kleinen Vermögen zu finden. Ne? Für die großen Vermögen, wenn man das ernst meint, braucht man kein Vermögensregister, sondern man muss an diese Infrastrukturen gehen, die dazu dienen, das Geld auf den Cayman Islands zu verstecken und nicht irgendein Register, das dafür sorgt, dass man weiß, wer da noch irgendwie Gold im Garten vergraben hat. Das sind einfach unterschiedliche Größenordnungen, aber da geht's eben drum, das zu finden. Ob man das dann noch macht oder ob man sagt, die Überwachung ist auch auf andere Weise gut genug, dass man es ohne dieses formelle Register rausfindet, ich weiß es nicht. Dann kommt die Frage von Paul Stark. Welches Tauschmittel empfehlen Sie? Ja, also das hat eine lange Antwort. Darf ich ein klein bisschen auch? Selbstverständlich, dafür sind wir hier. Ja, also ich meine, dieses Dystopische, was ich da beschreibe, diese Kontrollmanie, das kann einen ja ziemlich deprimieren. Tut's mir auch. Aber letztlich, was da dahinter ist, ist ja ein Menschen- und Gesellschaftsbild, das extrem technokratisch ist. Ne? So die Gesellschaft als Maschine, die Menschen als vereinzelte, fast wie Atome oder Maschinenbestandteile, die man irgendwie in ihre richtigen Schienen einpassen muss, damit sie genau das tun und nur das, was diese Megamaschine dann irgendwie dazu bringt, produktiv zu sein, hervorbringen, nicht aus der Reihe tanzen. Ne? Das ist das Menschenbild. Ne? Und eben nicht ein lebender Organismus. Und alles ist letztlich, das funktioniert, wenn alles monetarisiert ist, alles über den Markt läuft. Dann kann man alles mit diesen Anreizen machen und so tun, als ob man damit alles steuern kann. Das ist aber ein falsches Menschen- und Gesellschaftsbild, weil wir sind soziale Wesen und eine Gesellschaft ist ein organisches Wesen und nicht eine Maschine, die aus lauter Einzelteilen besteht.
Und von daher ist für mich das richtige, das gute Tauschmittel eben alles, was weit weg vom Geld ist, sondern alles, was diese gesellschaftlichen Bindungen, gegenseitigen Abhängigkeiten und damit auch sich selber helfen und sich gegenseitig kontrollieren. Wir wollen ja, dass jeder sich gesellschaftsdienlich verhält, aber wir wollen eben nicht, dass da eine Eliteninstanz oben ist, die bestimmt, was richtig ist und alles kontrolliert, sondern wir wollen letztlich in einer Gesellschaft leben, wo jeder gibt und jeder nimmt, und von daher geht es darum, so diese immer mehr abschmelzenden Gemeinschaften, gegenseitigen Abhängigkeiten und Tauschen mit ich gebe was rein in meinen Freundeskreis und ich kriege da auch was raus, ohne dass irgendwo Geld oder sonst irgendwas fließt. Das ist das ideale Tauschmittel. Und auf diese Weise, wenn wir das betonen und immer mehr dieser monetären Lenkung entziehen und uns auf unseren gesellschaftlichen Charakter besinnen, dann können wir diese auch dabei helfen, dass dieses Elitenprogramm der totalen Kontrolle schneller scheitert, als es von selber tut. Es muss irgendwann scheitern, aber es kann halt viel oder wenig Schaden anrichten auf dem Weg dahin. Finde ich toll. Ich finde auch gerade das, was man nicht kaufen kann, egal ob es jetzt das Mitmenschliche, das Zwischenmenschliche, vielleicht auch ein Stück weit die Bildung ist, sind Dinge, die in der Gesellschaft maßgeblich bestehen bleiben müssen, die nicht diktiert werden können. Und wenn es nur jemanden ist, dem man über die Straße hilft, Kleinigkeiten, die uns zu Menschen machen und nicht zu Maschinen. Und das halte ich auch ganz hoch. Und ich habe dazu eine Anschlussfrage. Es geht jetzt nicht explizit auf das Zwischenmenschliche, aber gerade auf die Frage des Widerstandes, weil Sie sind ja letzten Endes nichts anderes als ein Widerstandskämpfer, wenn es um das Bargeldverbot geht. Ja. Und die Frage ist eben, gibt es irgendwelche Gruppierungen für den Widerstand, denen man sich anschließen kann, wie man sie unterstützen kann? Die Frage kam final aus unserer Community. Also wenn das Bundesverwaltungsgericht dann mal seine ausführliche Begründung gegeben hat, dann müssen wir entscheiden, mein Anwalt und ich, der Carlos A.G. Bauer, der auch sehr viel ehrenamtlich gemacht hat in diesem Kampf, ob wir ans Bundesverfassungsgericht gehen wollen oder nicht. Das kann sein, dass da eine Unterstützungsbitte dann auf alle meine Blogleser und Twitter-Follower zukommt, wo jeder entscheiden kann, ob ihm das wichtig ist. Ich fühle mich da schon ein bisschen in der Pflicht, nicht weil ich gar so viel Hoffnung habe, aber weil das jetzt eben ein Fall ist, der über drei Instanzen in Deutschland dann zum Europäischen Gerichtshof, dann wieder zum Bundesverwaltungsgericht gegangen ist. Der Rechtsweg ist erschöpft. Das kann ans Bundesverfassungsgericht. Wenn ich das nicht mache, dann gibt es über Jahre hinweg keinen Fall, der irgendwie auch nur die Möglichkeit hat, da hinzukommen. Von daher sehe ich mich schon ein bisschen genötigt, das weiterzutreiben, aber das hat halt ein Kostenrisiko. Ansonsten gibt es keine großen Gruppen, die das irgendwie betreiben, aber natürlich für jeden die Möglichkeit und auch wirklich die gute Möglichkeit, bar zu zahlen, wann immer das geht, und eben auch größere Beträge, sich daran zu gewöhnen, damit eben auch alle, die Geld empfangen, merken, dass die Nachfrage da ist und dass es sich lohnt, das auch weiter zu akzeptieren. Und wenn man selber Geschäftsmann ist, natürlich entsprechend auch Bargeld zu akzeptieren und das auch zu fördern, dass bar bezahlt wird. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und natürlich, dass auch entsprechend, man soll
man muss da nicht missionarisch werden, ne? Aber es gibt ja sich schon, ergeben sich ja schon öfter Anknüpfungspunkte, dass man halt, wenn man auch mal im Restaurant für die große Gruppe zahlt und es heißt Bar oder mit Karte, dann kann man natürlich schon sagen, Bar natürlich, ich finde es wichtig und ein paar Worte dazu sagen, dass das einfach Thema wird und also Bar zahlen und ja, drüber reden, finde ich wichtig. Tolle Botschaft. Und wenn Sie oder wenn Ihnen das Video gefallen hat, lasst gerne einmal einen Daumen hoch und ein Abo da. Hier geht's ins letzte Gespräch mit Norbert Herring, ebenfalls sehr spannend. Herr Herring, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch und ich würde mich freuen, wenn wir es in der Zukunft fortsetzen können. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Vielen Dank, Herr Kettner.